بارك الله فيكم جزاكم الله خير. Ein Gewerkschaftsfunktionär von der Polizei verlangte vor ein paar Tagen, der sagte, die Kinder von antisemitischen Familien sollen von Jugendamt abgeholt werden und Sorgerecht von ihren Eltern entzogen wird. Eine große, gewaltige Aussage. Könnte der gute Herr sagen, zum Beispiel, die fanatischen Familien, die die Araber verbrennen wollen und töten wollen und ihre Kinder töten wollen von den Juden, dass man, weil sie so fanatisch sind gegen die Araber, dass man ihre Kinder auch Sorgerecht entziehen kann? Kann er sowas sagen? Wenn er sowas behauptet oder sagen würde, glaub mir, der wird keine halbe Stunde noch in seinem Amt bleiben oder in seiner Funkstelle, mir egal. Aber dass er über Muslime sagt, kein Problem. Übrigens, die Muslime auch sind Semiten. Wir sind von Sam. Das bedeutet, wir oder die Israelis, wir sind Semiten. Antisemiten heißt auch Anti-Muslime und Anti-Araber. Aber nein, man hat die Sache so gemacht, Antisemiten ist ein Begriff, dass man gegen die Juden ist. Auch wenn die Juden Falsches machen, sollen wir sie nicht kritisieren. Dürfen wir nicht. Dass die israelische Armee Kinder tötet und Frauen tötet und dass sie vor ein paar Tagen, habt ihr die Bilder gesehen, was sie mit einem Jungen gemacht haben? Ha? Jeder hat das gesehen. Dass man das kritisiert, das ist Antisemitismus. Dass du darfst auch nicht kritisieren, wenn sie auch falsch machen. Nichts. Aber dass sie uns beleidigen, alles mit uns machen, kein Problem. Okay? Der sagte, die Kinder wegnehmen. Warum die Kinder wegnehmen? Und dann, das dauert nicht lange, dann springt neue Aussage. Mädchen in Schulen, Grundschulen, dürfen kein Hijab mehr tragen. Man sollte das machen wie Frankreich und Österreich. Uff. Was ist los? Gibt es in Deutschland Religionsfreiheit oder nicht? Gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit oder nicht? Was ist los in diesem Zusammenhang? Ich sage euch, was los ist. Die sehen uns nicht als Menschen. Und für sie sind wir gar nicht. Weil wenn sie uns als Menschen sehen, dann hätten sie nur ein bisschen vernünftig gesprochen. Da könnte man das mit uns diskutieren. Nein. Die machen, was sie wollen. Wisst ihr warum? Weil sie sehen uns in Ländern. Jemand benutzt chemische Waffen 400 Mal. Tötet Kinder. Vergewaltigt Frauen. Macht alles, was er will. Und keiner sagt was. Die haben den Propheten beschimpft. Keiner hat was gesagt. Die haben in Frankreich damals Hijab und Niqab verboten. Da wurde Sarkozy empfangen als Held. Jetzt, in den muslimischen Ländern, werden die Muslime diskriminiert und die werden ins Gefängnis gesteckt, weil sie etwas kritisieren, was nicht zu ihrer Religion gehört. Und hier, wenn man sagt, ja, in euren Ländern ist die Sache so. Ja, das stimmt. Aber dort gibt es Diktatur und es gibt keine Meinungsfreiheit. Aber ihr predigt uns hier in Deutschland die ganze Zeit, die Politiker und die Pressevertreter, sie hätten Freiheit, sie hätten Religionsfreiheit, sie hätten Meinungsfreiheit. Aber warum stoppt die Meinungsfreiheit bei uns? Warum stoppt die Religion, heißt die Religion Freiheit bei uns? Warum? Weil das so ist, wie Allah gesagt hat. Sie werden mit uns niemals zufrieden sein, bis wir unsere Religion aufgeben. Und deshalb sage ich euch Muslimen und auch die Nicht-Muslime, die uns zuhören eventuell. Sage euch Muslimen, was ist euch wichtiger? Geld, Dunya oder Paradies und dass Allah mit uns zufrieden ist? Und die Nicht-Muslime, viele von euch sagen, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, wir haben Demokratie. Wo ist die Demokratie in diesem Zusammenhang? Okay, wenn man sagt, ja, wir wollen euch nicht bei uns. Okay, sagt uns das.
sagt uns das, aber gibt uns eine Alternative. Wenn man uns nicht haben will, dann wollen wir auch nicht gerne hier sein. Aber wo ist die Alternative? Wir sind nicht zwei Leute und fünf Leute, dass man sie nach Guantanamo schickt. Bis heute wurde übrigens Guantanamo nicht so. Subhanallah. 8 Jahre Obama. Und jetzt 1 Jahr Trump. Und Guantanamo besteht noch. Da hat man versprochen und so weiter. Auf jeden Fall. Aber die Frage ist, was will man damit erreichen? Keine Bedeckung für die Grundschülerinnen bis 14 Jahre alt. Das bedeutet, man will das erreichen, dass du deine Kinder nicht nach dem Islam erziehst und dass du, dass das Mädchen ihre Mutter, die sich bedeckt, nicht als Vorbild sieht, sondern sie muss Deutschland sucht Superstar als, oder hier, was ist das Programm von Heidi Klum? Model, Topmodel. Das soll die Erziehung sein, Topmodel. Wow! Möge Allah uns bewahren. Ja, und rede ein bisschen Englisch. Ist fantastisch. Oh my God! Ja? Möge Allah uns bewahren. Ja, das ist dieser Recht. Subhanallah. Das ist unser gutes Recht. Wir sind Muslime. Und wir wollen unsere Religion praktizieren. Wir haben von niemandem verlangt, dass er uns was tut, außer dass man uns in Freiheit leben lassen. Wir haben keine Freiheit in unseren Ländern. Dann haben wir ein bisschen Freiheit hier gefunden. Und dann kommt ein Minister und der sagt uns, ja, die Muslime haben nicht den nächsten Liebe. Ja, wirklich, da sieht man, die Muslime haben nicht den nächsten Liebe. Ja. Weil die Muslime die Atombomben erfunden haben. Ja, die haben keine nächste Liebe. Ja. Ja, das ist alles. Ja, und die haben nicht die Werte, die man hier hat. Ja, welche Werte bitte? Dass man seine Kinder mit 14 Jahren rausschmeißt von der Wohnung und dass die Kinder ihre Eltern in ein Altersheim schicken und dass man, er sucht ihn und sie sucht sie. Das sind die Werte. Ja, man zeigt Gesicht in unserem Land. Ja, was bedeutet Gesicht? Gesicht sollte man zeigen in Ruta. Gesicht sollte man zeigen in Burma, wo die Kinder gebraten werden. Gesicht sollte zeigen, wenn man die Gerechtigkeit verteidigt. Nicht, dass man über die Bevölkerung lügt und dass man Waffenlieferungen an Ländern weiter verkauft und liefert, die unschuldige Menschen tötet. So zeigt man Gesicht. Nicht, dass man mit Burka, mit Gesicht, ja, wir sehen eure Gesichter. Aber wir wissen, was ihr in euren Herzen trägt, von Hass und Abneigung gegen Islam. Deshalb, wenn das passiert, dass dieses Gesetz kommt, wenn, das wird, wenn nicht in diesem Jahr, nächsten Jahr oder 2, 3 Jahre, ja, was sollen die Muslime tun? Ich kann euch. Ich will das nicht sagen, aber leider, wenn das passiert, dann werden einige Leute Stellung nehmen und sagen, ja, kein Problem. Warum nicht? Wer die Religion im Herzen hat, hatte die Religion im Herzen. Ah, ja, gut, okay. Dann sollen sie uns doch die Möglichkeit geben, dass wir Schulen gründen, Kindergärten gründen und dass die Muslime auch so entfalten, sich entfalten, wie die christlichen Gemeinden und wie die jüdischen Gemeinden. Wer die Religion im Herzen hat, dann hat im Herzen. Ja, und einige von sogenannten Islam-Experten, die keine Muslime sind, und auch wenn er Muhammad heißt und Ahmed heißt und Mansur heißt und so weiter, sind keine Muslime, diese Leute. Ja? Die werden sagen, ja, gute Idee und gut und so weiter. Was machen die Muslime? Viele von ihnen werden Allahu alam sagen, naja, was können wir machen, wir sind gezwungen. Andere Leute, die werden versuchen, was, aber das Problem ist, was kann man machen? Manche werden sagen, wir gehen auf die Straße, machen Demonstrationen, ach, was nicht.
Am Ende, die werden eine Demonstration machen und die werden 2, 3 Leute bringen. Verfassungsschutz und Sicherheitsbehörden, die werden ein paar Leute zwischen den Muslimen machen, die werfen Steine oder die stechen jemanden und am Ende, schau mal die Muslime, auch in ihrer Sache, schaut mal Gewalt und so weiter und da wird man sagen, das war richtig. Und die Bevölkerung wird gegen uns sein. Deshalb meine Empfehlung, wenn das passiert, auswandern. Wenn wir, barakallahu fikum, so leben werden, dass wir unsere Religion nicht praktizieren können, dann können wir auch in unseren Heimatländern leben. Weil, was der Unterschied, was ist dann der Unterschied zwischen Diktatur dort und zwischen Diskriminierung hier? Es gibt keinen Unterschied. Das ist die einzige Lösung da. Weil die viele unter Muslimen, die werden das befürworten. Die werden die bringen, auch wenn einige das nicht machen, die werden sie unter Druck tun, damit sie das sagen. Deshalb, möge Allah uns bewahren. Und die Entwicklung ist sehr schlimm. Und das haben wir vor vielen Jahren gesagt und wir wiederholen. Wir wissen nicht, ob wir die zweiten Juden sind oder nicht. Aber es scheint so zu sein. Wallahu ta'ala ala wa'ala.